nächste Speakerin, ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, ich sag's jetzt einfach mal, ist eine Frau. Und ich bin ganz... Und ich bin ganz, ganz happy, dass wir endlich, ohne jetzt Gender Diversity betreiben zu wollen und darüber überhaupt es zu thematisieren, aber ich bin trotzdem endlich happy, dass wir auch mal eine Frau hier auf der Bühne stehen haben, die über das Thema Scheitern sprechen wird und aus einer ganz persönlichen Perspektive mit einer tiefen Story aus meiner Sicht. Und ich möchte gerne Ina Klatt zu mir bitten. Danke dir. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin die Ina Klatt. Ich bin 47 Jahre jung, bin seit 21 Jahren verheiratet, habe zwei große Kinder. Die Barbara sitzt hier, ist 20 Jahre alt und unser Sohn ist 18. Und ich habe damals meinen Mann kennengelernt in Freiburg. Ich bin nämlich gebürtige Badenserin. Im zweiten Untergeschoss in einem Modehaus und habe gewusst, das ist der Mann, den ich heirate. Also ich bin schon immer sehr zielstrebig gewesen und schon immer sehr fokussiert. Das habe ich dann auch gemacht. Es hat ein bisschen Überredung gekostet, aber es ist alles noch gut geworden. Man könnte sagen, ich bin so eine Multitasking-Frau. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Fähigkeiten einsetzen. Ob das im Scheitern ist, ob das, wenn ihr einen Flow habt, ist, setzt eure Möglichkeiten ein und traut euch was. Und ich glaube auch, dass ohne Scheitern persönliches Wachstum gar nicht möglich ist, weil im Guten ändert ihr nichts. Das plätschert alles so vor sich hin und nichts passiert im Leben. Ich hatte mal ein Haus und ich hatte einen Mann, der war Niederlassungsleiter eines Ingenieurbüros mit einem extrem hohen Gehalt und ich hatte das Privileg, mit zwei Kindern zu Hause zu sein. Und ich habe gesagt, ja, das ist doch schön, ich gebe denen das Beste so von mir mit. Wir haben ja, den Vater und meinen Mann eigentlich nie gesehen und haben uns so arrangiert zu Hause. Und ich habe immer mal gejobbt auf Modenschauen, ich habe zwei Berufsausbildungen genossen und habe immer gesagt, wenn ich mal was finde, Leute, dann steige ich wieder ein. Aber ich habe das schon genossen, Besuch zu haben aus Freiburg und dieses privilegierte Leben zu leben. Man wird auch arrogant. Das ist ein großer Fehler, weil man sagt, ja Gott, was soll denn passieren? Ich meine, wir sind in Lohn und Brot, wir sind fleißige Leute. Das, was die da erzählen, findet nur in Taf und Selm statt. Nicht ich, weil wenn wir arbeiten wollen, finden wir Arbeit. Irgendwann kriselte es so in diesem Ingenieurbüro. Man hat ja als Frau so eine Intuition hier vorne. Und ich immer so, denkst du denn, dass das, ne, du fährst so oft nach Stuttgart und irgendwie flutscht das doch nicht. Und die haben doch gesagt, die stellen den und den ein, um dich zu entlassen. Und irgendwann rief er dienstags an und ich sagte, ungewöhnlich 13 Uhr, weil er saß sonst immer im Meeting, du wurdest entlassen. Da sagt er ja und ich habe es gar nicht gewusst und musste es meinen Angestellten sagen. Dann habe ich gesagt, dann komm doch mal nach Hause. Und da habe ich gedacht, das wird schon alles gut. Wir sind gut situiert, wir haben Rücklagen, wir haben eine Familie, die wahrscheinlich hinter uns steht. Wenn man arbeitslos ist, schreibt man Bewerbungen oder man bewirbt sich initiativ und man geht einfach voran und macht die Sachen, so wie ich das gewohnt war. Anderthalb Jahre später, nach Klagen mit dem Arbeitgeber und Aufhäufen auf dem Girokonto, weißt du, dass auch du als Familie entlassen worden bist. Und zwar entlassen in einen komplett neuen Lebensabschnitt. Mit den Kindern, mit deinem Status, mit deinem Firmenwagen, mit deinem Handy und alles, was dazugehört. Mit diesem extra Schühchen, die man sich kauft, weil es an ein Kleid passt. Das ging nämlich nicht mehr. Leider. Diese Entlassung ist schwierig, wenn man in einem Viertel wohnt, wo man so dicht ist und praktisch die Familien und die Kinder miteinander groß werden, weil du verlierst deinen Status. Weil dann wird getuschelt, ist denn der Mann zu Hause, schafft er eigentlich noch was? Ja, wir sind erstmal sitzen geblieben. Ich konnte es gar nicht fassen, dass das alles so für uns geendet oder begonnen hat, ich weiß es nicht. Nach und nach kommen Konflikte in der Familie. Es hilft aber nichts, ihr müsst aufstehen. Bewegt euch, weil sitzen bleiben ist das Schlimmste. Und wie gesagt, nicht falsch verstehen, ich verstehe auch Menschen, die nicht mehr aufstehen. Weil dieser Grat ist ganz, ganz schmal. Und es kostet so viel Kraft, nochmal Anlauf zu nehmen, wenn man da schon war.
so viel Kraft. Ja, und da gibt es Szenen, wo ich abends mit dem Hund bin und ich gebe das ehrlich zu. Und da war ich nur eine Stunde abends um die vier Ecken, um bei zufriedenen Leuten in die Fenster reinzugucken. Und habe mir die Seele aus dem Leib geheult, weil ich gedacht habe, ich schaffe das mit diesem Mann einfach nicht mehr, der depressiv auf der Couch sitzt. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich putzen. Putzen ist toll, weil wenn ihr gut putzt, habt ihr super Anerkennung. Ich meine das ohne Scheiß. Wenn ihr kein Geld habt, geht putzen. Dann wird es so sein für euch. Ihr kriegt Verhandlungsspielraum. Ihr kriegt Verhandlungsspielraum von Geld, was nicht zur Verfügung ist in Hartz IV. Und ihr kriegt sogar von Menschen ein Briefchen an Weihnachten, die in der Hausgemeinschaft gesammelt haben für die liebe Putzfrau. Es ist nur wichtig, was ihr mit dem Geld macht und nicht, was ihr seid. Ganz, ganz entscheidend. Also aufstehen. Was wichtig ist, sitzen bleiben, bringt euch nichts. Fehler Nummer 2, gegenseitige Vorwürfe. Da lernt man sich im zweiten Untergeschoss kennen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja so gering. Lerne ich meinen Mann kennen, wo ich gesagt habe, mit dem erober ich die Welt. Und dann verlierst du den Respekt. Weil der hat ja das nicht gemacht, wir haben dies nicht getan, da hätten wir hin müssen, das hätten wir tun sollen. Du machst dies nicht, du hättest doch auch mal die Kinder und kochen und mach doch und tu. Bringt euch das weiter? Leider nein. Es ist wichtig, dass ihr euch darauf besinnt, warum sind wir eigentlich zusammengekommen? Also ich habe doch genau das geheiratet, weil ich mit ihm nach vorne wollte. Und jetzt scheint alles still zu stehen. Und glaubt mir, ihr seid immer Täter, aber auch immer Opfer. Keine Ehefrau ist ein unbeschriebenes Blatt, wenn sie die Knöpfchen drückt bei ihm. Und umgekehrt genauso, der weiß doch genau, wie der mich auf die Palme bringt. Und der geht mir auch manchmal auf den Sack, das gebe ich zu. Aber darum geht's nicht. Du bist dir das im Leben schuldig und du bist es dir vielleicht auch schuldig, das Ding tot zu leben. Aber ich wusste, ich bin noch nicht fertig mit dem. Und das müsst ihr euch bewusst machen. Und das ist gut so, weil ich glaube, ganz zum Schluss sollte man sich in die Augen gucken und sagen, dann bleiben wir wenigstens anständig Freunde. Und das wünsche ich mir, dass man sich gegenseitig vergibt, auch in einer Ehe, weil das sind absolute Krisen. Und es ist auch wichtig für die Kinder, eine Streitkultur vorzuleben und zu sagen, wir wuppen das zusammen und jetzt reißen wir uns zusammen und machen das. Ja, wir haben das Haus dann verloren. Was soll ich sagen? Wir haben ein neues Haus angemietet, aber die Familie ist nicht ausgezogen, dann waren wir obdachlos. Und dann bist du da, wo die Familie dich gerne sehen will, nämlich in der Gosse. Ich habe es dir immer gesagt, lalalala, ihr habt immer zu viele Ideen gehabt und zu viele Wünsche, dieses ganze Programm. Ja, es hat sich auch so angefühlt wie unter der Brücke. Dann haben wir die Möbel untergestellt und der Fehler ist, ihr müsst um Hilfe bitten. Und zwar um Geld, um Wohnung, um einen Kühlschrank zu füllen. Einer, der die Kinder nimmt, ihr dürft das nicht, macht das nicht. Und ihr wisst dann auch, wer euch hilft. Und es ist so, so wichtig, dass mal jemand die Stromrechnung bezahlt oder irgendwas, wenn ihr es nicht könnt. Weil ihr müsst weitergehen. Ja? Obdachlos ist nicht toll. In 40 Quadratmetern ein halbes Jahr. Mit sprechendem Wellensittich, einem Hund, zwei Kindern und Matratzenlager nachts. Also das ist richtig Innovation, du. Da seht ihr richtig euer Leben die nächsten 10 Jahre. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr eine Entscheidung trefft. Und zwar eine Entscheidung, in euren Schuhen zu gehen. Eure sind keine High Heels, da kann ich nämlich nicht drin laufen. Ich muss immer geerdet sein. Aber zumindest einen Schuh, in dem ihr laufen könnt, in dem ihr gut ausseht und alles andere lasst ihr weg. Ihr guckt nicht rechts, ihr guckt nicht links, ihr geht nur euren Weg, wie er es auch schon gesagt hat. Macht keine Randbaustellen auf, weil die ganze Kraft muss ja dahin gehen, wieder nach vorne zu kommen. Und da lagen mein Mann und ich nachts mal wach. Dann habe ich gesagt, also ich habe eine Entscheidung getroffen, ich gründe ein Unternehmen. Ich habe immer zu meinem Vater gesagt, irgendwann habe ich einen Konzern mit 3.000, 4.000 Mitarbeitern. Ja, habe ich bald geschafft. Dann habe ich gesagt, hat er gesagt, ja, wie soll denn das gehen? Dann habe ich gesagt, wir können jetzt unserem Leben eine Wende geben wie nie mehr. Ich habe das glockenklar vor mir gesehen.
Und ich habe wirklich so einen guten Mann, ja, und so gute Kinder, die diese Entscheidung mitgetragen haben. Ich habe mich dann eingeschrieben in ein Network-Marketing-Unternehmen, was ja ganz schlechten Ruf genießt, und ich habe gegründet mit 100 Euro. Geil. Ich habe nichts mit dem Warenfluss zu tun, nichts mit dem, gar nichts. Und jetzt sagt ihr mal zu eurem Nachbarn, schön, dass du endlich da bist. Macht mal. Und das mache ich jeden Tag. Ich sage Menschen, dass es schön ist, dass sie in meinem Leben sind und bringe sie in mehr Gesundheit und auch Einkommen. Es gab Szenen, natürlich, wenn man gründet. Wir haben Flaschen gesammelt für ein Stück Brot. Wir sind Experten, die Kinder und ich. Und man muss sich nur bücken manchmal. Es gibt Szenen, da stehe ich in der Umkleidekabine und jede Frau wird mir zustimmen, dass der Passionata BH besser passt als der für 19,90 Euro. Aber den konnte ich mir nicht leisten. Und dann steht dein Sohn da und sagt, ich habe noch 5 Euro Taschengeld. Soll ich es dir geben, Mama? Und für das müsst ihr nach vorne gehen. Das ist unwiederbringlich. Heute habe ich wieder Passionata, damals ging das nicht. Es geht alles, wenn ihr es wollt. Vielleicht seid ihr unterwegs und ihr habt noch einen Aral-Gutschein in der Tasche und ihr seid unterwegs zum Vortrag nach Hannover. Ihr flutet da ein ganz schnell und auf dem Rückweg wisst ihr, wenn die Aral-Tankstelle im Norden nicht kommt, hast du echt gelost, dann bleibst du nämlich stehen. Glauben zu entwickeln, sich nicht unterkriegen zu lassen. Du fährst dahin, du machst dein Programm, fährst zurück und irgendwann kommt diese fucking Aral-Tankstelle, dass du heimkommst. Machen, tun, ja, und es geht. Ein ganz toller Ort, um runterzukommen, zu beten, sich zu sammeln, zu weinen, ist die Toilette. Wenn es nirgendwo geht, dann geht es da, weil du dich auf das Wesentliche besinnst. Ist so. Und dann gibt es einen Moment, wenn du vielleicht zum Vortrag fährst und bist so erschöpft, weil du 12 Stunden geredet hast, mit Menschen über Gesundheit und Geldverdienen geredet hast und du weißt, du musst das machen, du darfst ja gar keine Ausreden finden, wer ist denn schon müde, dass du dich auf diese Toilette sitzt, auf dem Weg nach Kassel und weinst. Dein Make-up ist ruiniert, dann hast du eben Reinigungszeug mit dabei. Reinigst dich ab und dann ziehst du den Lidstrich gerade. Und der Mann zieht die Krawatte richtig wieder hin. Und du richtest dich auf und sagst, ich habe alle Berechtigung, hier zu sein. Ich habe das alles überwunden und ich tue alles dafür, dass ich aus dieser Misere rauskomme. Learnings. Natürlich habe ich ganz, ganz, ganz viel gelernt. Meine Werte haben sich verschoben. Ich habe mittlerweile einen Partner an meiner Seite und nicht einen Mann, der hinter mir oder vor mir steht, weil dann stehen wir uns nämlich im Weg. Ganz wichtig zu wissen. Meine Kinder sind Partner im Leben und meine Partner in meinem Team sind Partner in meinem Leben. Wir vertrauen uns und das ist so schön. Deswegen steht auf. Es nutzt nämlich nichts, hocken zu bleiben. Es wird wahrscheinlich kaum einer vorbeikommen und euch an die Hand nehmen und sagen, boah, du Armes, komm mal mit. Wird nicht kommen. Vergebe dir. Wichtig, ich habe meinem Mann vergeben und ich habe aber auch mir vergeben, weil ich viel zu lange oft hingeguckt habe. Man fühlt das doch, aber wir sind so unehrlich manchmal zu uns selbst. Bitte um Hilfe. Wer nicht hilft, der kann eh nicht in eurem Leben bleiben, aber die, die helfen, die begleiten euch auf diesem Weg dahin und schämt euch gar nicht dafür. Ich habe aufgehört, mich zu schämen, dass mir mal ein Freund auch eine Rechnung bezahlt hat. Dann ist es so. Wichtig ist, dass ihr weitermacht und es zeigt. Sei Vorbild, sei vielleicht sogar der Mensch, den du gebraucht hättest in der ganzen Zeit. Guckt genau hin, mit wem umgebt ihr euch, das hat er auch gesagt. Und mach anderen Mut, wenn ihr da durch seid. Ihr wisst gar nicht, was Worte, eine Umarmung, eine Geschichte für eine Bedeutung für Menschen haben kann. Erzählt die, offen und ehrlich. Und ich finde, es ist so wichtig in der heutigen Zeit, wo wir alle so verstrahlt sind, mal sein Menschsein zu zeigen. Ja, weil das sind wir letztendlich. Und es ist noch genug Leben da.
Wir haben alle noch Zeit. Alle, wie wir hier sitzen, können noch etwas bewegen und es ist kein Grund, es nicht zu tun. Was ihr da bewegt, ob das immer was mit Geldverdienen zu tun hat oder eine Sache, wofür schon lange euer Herz schlägt, macht's. Die Zeit ist begrenzt. Wir gehen auf die 50 zu. Wir fragen uns natürlich, wie viele gute Jahre haben wir noch? Und das sollte doch mit so viel Glück befüllt sein und Fülle. Und das wünsche ich euch. Fülle auf allen Ebenen. Seid gesegnet und behütet. Ich danke euch. Hallo. Ina, vielen Dank. Gerne. So, das wollte ich eigentlich sagen. Genau. Zu laut? Besser? So? Ja, ich war zu euphorisch. Tut mir leid. Fragen? Immer noch zu laut. Was machst du denn jetzt? Wie gesagt, Network Marketing. Wir vermarkten ein Konzept, was Tag und Nacht trennt, für eine optimierte Vitalstoffversorgung. Haben ein Riesenteam aufgebaut, deutschlandweit, mit 15 Nationen, ja, und geben das Gute weiter, was wir erfahren haben. Und sind gleichzeitig natürlich auch Mentor und Coach natürlich, um die auch erfolgreich zu machen. Ja. Sonst noch da jemand oben fragen? Haben wir noch eine Frage. Was hat dich motiviert, an der Ehe festzuhalten? Also erstens mal glaube ich der christliche Glaube und kann man jetzt halten von was man will, aber ich glaube, also das Wesentliche war, dass ich mich darauf besonnen habe, warum ich immer diesen Menschen geliebt habe. Und ich habe dann diese Liebe wirklich zusammengenommen und wirklich auf ihn projiziert, weil da gibt es natürlich zig Möglichkeiten, dass die Wiese woanders grüner ist, nur das bringt dich nicht weiter, das löst überhaupt gar kein Problem. Ja, und das war mir klar und deswegen habe ich gesagt, lass uns dran arbeiten und sehen, was daraus wird. Aber es ist gut geworden. Was war dein eigentlicher Motivator, jetzt etwas zu gründen? Also ich hatte mir geschworen in der Nacht auch, dass ich nie wieder für Ziele Dritter arbeite. Dass wenn ich arbeite, steht da mein Name dran. Und die Herausforderung, die ich immer als Frau hatte, war, in all den Anstellungen oder wo ich hingekommen bin, dass immer ein Studierter mir vorgesetzt wurde, der scheinbar besser ist als ich. Obwohl ich immer Autodidakt in Führungspositionen gekommen bin und das wollte ich nicht mehr. Mir ging es gar nie um das Geld. Ich wollte wissen, ob ich in dem System schnell ins Top-Management kommen kann. Das war die Motivation. Ob ich das nochmal wuppe, das war der wichtigste Faktor. Können wir unsere Familie retten? Können wir nochmal eine Existenz haben? Den Glauben auch daran wieder zurückzufinden, im Tun. Vielen, vielen Dank Ihnen. Gerne.